Manchmal geschehen im Leben ganz unerwartete Dinge. Dann investierst du in eine Aktie, kommst zum Ergebnis, die ist klar überbewertet und dann steigt das Ding einfach weiter. So geschehen bei Danaa. Wir haben eine Aktienanalyse gemacht und das war im September letzten Jahres. Hier ist sie. Und da sind wir zu dem glasklaren, eindeutigen Ergebnis gekommen. Die Aktie ist überbewertet und sie steigt einfach weiter. Die ist von 215 Dollar oder so auf 200. 300, 315 Dollar gestiegen. Da muss man sich immer die Frage stellen, was da eigentlich schiefgelaufen und was kann man daraus lernen allgemein, auch als Investoren, also für dich. Und natürlich, klar, ist die Danaa-Aktie jetzt noch im Kauf. Ja? Man kann es also eine Neubewertung machen, basierend auf dem, was man jetzt gelernt hat. Ich habe mir das heute Morgen angeschaut, ein sehr interessanter Fall. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Ich beschäftige mich mit fehlgeschlagenen Aktienanalysen, mit dem Aktienfinder und mit allem, was dazugehört, damit du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren kannst. So, let's go. Das ist Danaa, das ist unsere Aktienanalyse. Wir haben die veröffentlicht am 25. September, nicht letzten Monat, sondern letzten Jahres, also 13 Monate alt. Was Danaa macht, lest euch hier nach. Das ist nach wie vor gültig, wenn ihr das noch nicht wisst. Uns geht es jetzt um die Aktienbewertung. Und um die damalige Aktienbewertung, was in der Zwischenzeit passiert ist, und um die aktuelle Aktienbewertung, was wir hier daraus lernen können. Also, du siehst, dass es hier um Qualitätsaktie handelt, Gewinn steigt, Cashflow steigt, Dividenden, ganz kleine Dividenden, aber trotzdem steigen auch. Passt soweit alles. Aber was wir dann gemeint haben, war, ja, der Aktienkurs ist schon ziemlich stark gen Norden gelaufen und hat alles auf eine ganz klare Überbewertung hingewiesen. Und das war dann auch das Fazit gewesen, dass man hier ein starkes Unternehmen hat. Aber jetzt sich in das Unternehmen einzukaufen aufgrund des gestiegenen Aktienkurses, des stark gestiegenen Aktienkurses, KGV von 50, damals basierend auf den Schätzungen des laufenden Geschäftsjahres, deutlich über dem langfristigen Mittel und eben auch deutlich überbewertet und deutliches Rückschlagspotenzial basierend auf den Informationen, die wir damals hatten, wo auch die Aktienanalysten natürlich ihre Konsensschätzungen abgeben durften, beziehungsweise wir haben die Konsensschätzungen daraus gemacht, sind alles aktuelle Schätzungen gewesen, basierend auf den Dingen, auf den Einschätzungen der letzten Monate von damals. Alles brandneu. Das war also okay, aber trotzdem muss jetzt irgendwas passiert sein, was den Aktienkurs weiter nach oben getrieben hat, denn der Aktienkurs ist mittlerweile bei 313 US-Dollar, also das passt hier gar nicht hin. Der Aktienkurs ist jetzt irgendwo hier, ja, der ist jetzt irgendwo hier. Also das ist dann so quasi weitergestiegen, das sehen wir dann auch. Also muss irgendwas passiert sein. Es muss irgendwas passiert sein, was die Analysten auch nicht auf dem Schirm hatten. Und das sehen wir nämlich jetzt. Das ist danach heute nach dem aktuellen Stand. Und man sieht hier eine förmliche Gewinnexplosion. Und diese Gewinnexplosion war nicht auf dem Schirm, weder auf dem Schirm von uns noch auf dem Schirm von Analysten. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist da eigentlich passiert bei danach. Was hat zu so dieser Gewinn- und Cashflow-Explosion geführt, zur Umsatzexplosion, zu den steigenden Margen hier, irgendwas. So, und da habe ich natürlich entsprechend gegraben und das ganze Glück sozusagen seitens der Danaa-Aktie, beziehungsweise der Danaa-Aktionäre, das hat hier, meine ich, seinen Ursprung. Und zwar hat Danaa hat ja drei Sparten, nur eine Sparte davon, das ist auch die umsatzstärkste, ist Life Sciences. Und von General Electric hat man für 21, noch was Milliarden Dollar einen Deal gemacht, nämlich man hat die Life Science Sparte von General Electric abgekauft und die wird unter der Marke Cytiva weitergeführt und die bieten da einiges an und die sind eine große Nummer. Die sind eine große Nummer. Hier steht zum Beispiel, dass 75% aller auf biologischen Stoffen basierenden Medikamente, die in den USA zugelassen wurden, durch die FDA, entwickelt wurden mit Hilfe von Cytiva. Das heißt, Cytiva ist so eine Art Schaufelverkäufer, der die stellen Produkte her, Verfahren her, die eben diese Biopharmahersteller benötigen, um wiederum dann letztlich ihre Dinge herzustellen. Und es ist nun so, dass dieses Unternehmen, behaupte ich, nachdem ich ein bisschen geguckt habe, entscheidend zu dieser Gewinnexplosion beigetragen hat. Zwei ganz starke Indizien deuten darauf hin,
Das eine ist, es gibt eine Schätzung des Managements im Jahr 2019, als sie diesen Merger hier bekannt gemacht haben, und nicht Merger, diesen Kauf, Acquisition, die Absicht bekannt gemacht haben, dass sie schätzen, dass im Jahr 2019 Cytiva für ungefähr 3, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 2 Milliarden oder so Umsatz, 2019 3,2 Milliarden Dollar Umsatz erzielen solle. Wenn wir mal hier in den Aktienfinder schauen, das sind wir hier danach nach Segmenten. Da sieht man dann das Life Science Segment und dann sieht man hier im Jahr 2019 noch ohne Cytiva, denn Cytiva wurde erst zum Höhepunkt der Corona-Pandemie im März dann wirklich übernommen. Hier sieht es Completes Merger March 31st. Also, die haben wirklich ein gutes Timing hingelegt, muss man wirklich sagen. Ich glaube, ob General Electric im Nachhinein das nochmal abgegeben hätte, habe ich meine Zweifel, diese Sparte. Nun, hier. Jedenfalls haben wir hier, und ich schaue es auch nochmal nach, weil ich habe hier die Zahl genau, wie viel Umsatz sie machen sollten. 3,2 Milliarden US-Dollar 2019, das war geschätzt von Danaher Management. Und das sind dann 46% ungefähr, habe es ausgerechnet, der Life Science Sparte von Danaher damals. Wurde dann quasi verstärkt, und das siehst du dann auch hier die Verstärkung, obwohl das erste Quartal 2020 noch nicht dazu zählt, weil da war die Übernahme noch nicht komplett von Cytiva. Siehst du hier, wie die Sparte Life Sciences wieder der Umsatz von 6,9 auf 5,6 Milliarden Dollar dann angesprungen ist. Während bei den anderen die Segmenten, die eher organisch gewachsen sind, natürlich wir keine solche Zunahme haben. Und jetzt kommt es noch weiter. Wir haben hier den Press Release. Dann haben wir hier die Präsentation ganz neu von Danaher, wo es dann um die Margen geht. Also wir haben eine deutliche Umsatzsteigerung im Life Science Segment durch die Übernahme von Cytiva. Und was wir hier auch sehen ist, wir haben auch ganz stark anspringende Margen im Life Science Segment von Danaher. 17,3% auf 26, 18, 9,5% oder 59 Basispunkte. Und zugegeben, es gibt natürlich unterschiedliche Firmen, Geschäftsfelder in diesem Segment oder Einheiten, muss man sagen, in diesem Segment Life Sciences. Unter anderem ist eben eins Cytiva, aber Cytiva ist es mit Abstand stärkste. Und die sind eben gut dabei, kannst du dir hier auch mal durchschauen auf der Webseite von Cytiva, die haben eine eigene Webseite. Und ich meine, dass diese Verstärkung des Life Science Segment durch Cytiva von Danaher ein wesentlicher Treiber gewesen ist, dieses Gewinnsprungs hier. Ja, hier sehen wir ihn noch nicht. Hier sehen wir ihn, dieses Gewinnsprungs. Dieser Gewinnsprung wird meines Erachtens durch die Übernahme von Cytiva, ist mittlerweile, glaube ich, angekommen, verursacht worden sein. Und was können wir jetzt daraus lernen? Zunächst einmal der Hinweis, was noch sehr interessant ist, wir sind ja in der Affected Workstation. Und da siehst du, dass die Analysten selbst das so meines Erachtens nicht auf dem Schirm hatten. Und zwar sehen wir hier, und das ist das Jahr Ende 2019, Anfang 2020, hier Höhepunkt Corona-Krise, Pandemie, die erste Welle, die uns auch überrascht hat in ihrer Heftigkeit. Und dann noch ein paar Monate drauf. Und das war hier ja auch der Zeitraum, wo Cytiva dann quasi übernommen worden ist. Das ist ja die Meldung, war vom 31. März 2020. Und da hagelte es, also quasi Downgrades. Also da sind dann die Analysten runtergegangen. Das ist hier die Schätzung des Gewinns pro Aktie. Und auch in den Folgemonaten, also hier im April, Mai, Juni, gab es immer Downgrades. Und interessant ist, wir haben dann ja Reports, also wie dann tatsächlich die Zahlen gekommen sind. Da gibt es ja die Press Releases und so weiter, zu Quartal wird da veröffentlicht, was passiert ist, wie die Zahlen sind. Dann gibt es immer hier ein, hier ein, hier ein. Du siehst dann immer, wenn Danaher hingegangen ist und hat seine neuesten Zahlen berichtet von den letzten 3 Quartalen, hat die Analysten immer nach oben korrigiert. Hier schon fast alle nach oben korrigiert, nur ein paar haben nicht korrigiert. Da ist also gehalten worden, die Schätzung. Und dann hier wieder nach oben korrigiert. Und das ist übrigens der Gewinn pro Aktie. Dann haben wir hier wieder eine Korrektur nach oben. Und hier eine ganz starke Korrektur im April nach oben. Wurde der
erwartete Gewinn von 67 auf 8,80, ganz deutlich angehoben, 1,20 Dollar. Und immer wieder das gleiche Spiel. Also jedes Mal, wenn danach reported hat, quasi, ist das so gut gelaufen, besser gelaufen, als die Analysten erwartet haben, und haben dann auch ihre Prognosen entsprechend auch erhöht. Und das hat jetzt halt in Summe dazu geführt, dass wir hier, das ist quasi der Übergang von dem, was wir hier angezeigt haben oder was auch uns angezeigt wurde, das sind ja die alten Prognosen, zu dem, was wir aktuell hier sehen. Man kann also sagen, danach ist ein klarer Corona-Profiteur die Life Sciences-Sparte und diese Übernahme von Cytiva, die war quasi ein goldenes Händchen, die war quasi perfekt getimt. Und es war so perfekt, dass das keiner auf dem Schirm hatte. Vermutlich hat es auch das Management nicht gewusst, was da Tolles draus entsteht innerhalb kurzer Zeit. Eine Sache gibt es jetzt, bevor wir dann zur Bewertung gehen. Ist auch so ein bisschen ähnlich wie bei BioNTech, die ja noch stärker profitiert haben, wo ja die Gewinne und Umsätze noch deutlich stärker angezogen sind, dank des Impfstoffs. Wir sehen beim BioNTech aber, dass man irgendwann den Gipfel erreicht hat. Da muss was Neues kommen, sonst geht es wieder bergab mit Umsätzen, Gewinnen und auch mit dem Aktienkurs, der ja auch zurückgekommen ist, relativ deutlich. Und so eine Art Konsolidierung droht dann auch bei Danaya. Hier haben wir nochmal einen Gewinnanstieg. Wir können hier gucken, wie viele Analysten das geschätzt haben. Ich habe das hier zwei dann noch. Hier waren es noch sechs, sechs, sechs. Also das hier würde ich jetzt mal nicht ernst nehmen, was da ganz, ganz weit hinten steht. Zu stark Glaskugel, zu stark verzerrte Konsensschätzung wahrscheinlich schon, weil einfach vier Analysten rausfliegen aus der Schätzung. Deshalb nehmen wir das mal weg. Und dann sieht man hier aber dann eine Konsolidierung. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, also die Analysten gehen nicht davon aus, dass dieser Gewinnsprung sich wiederholen sollte. Und das erscheint mir auch plausibel, wenn das Cytiva im Life Science Segment, sicherlich werden auch andere Einheiten im Life Science Segment von daher dazu beigetragen haben, zu diesem Gewinnsprung. Aber ich denke, ganz viel war eben hier Cytiva zu verdanken. Das wird jetzt vermutlich nicht wiederholt werden. Eher droht hier eine Konsolidierung. Und jetzt gehen wir in die Bewertung rein, weil es jetzt natürlich interessant, als wir die Analyse gemacht hatten, waren wir hier vom Aktienkurs und dann ist ja der Aktienkurs auch mal in so eine kleine Konsolidierungsphase, wie es man nennt, Seitwärtsphase, etwas volatil oben nach unten gelaufen, bis es dann wieder neue, sehr, sehr gute Zahlen gegeben hat, die dann Kurs nach oben trieben. Und wenn wir jetzt uns mal hier die Bewertung von damals angucken, wie die gemacht worden ist, da hat unser Analyst Maximilian schon die Gewinnentwicklung erst für die Fair Value Berechnung, meine ich, die Zahlen erst ab 2016 zurate gezogen, hat quasi schon so ein bisschen hands-on die ganze Bewertung angepasst, auch so ein bisschen nach oben. Damals lagen die fairen Werte ungefähr bei 160 oder so fürs Jahr 2020. Und für 2021 siehst du ja so wirklich nur ein flacher Gewinnanstieg, der auch erwartet wurde, bei irgendwo 125 oder so. Der bereinigte Gewinn ist ein bisschen nach oben gezogen. Jetzt gucken wir mal, wie es aktuell aussieht. Dann nehmen wir ebenfalls jetzt den Bereich ab 2016 und blenden wir mal das hier ein, das hier ein und das hier ein. Und da siehst du, dass es jetzt komplett anders aussieht als vorher, weil eben, ich zoome jetzt noch ein bisschen rein, weil eben die Gewinnentwicklung deutlich positiver verlaufen ist als das, was wir uns angenommen hatten. Moment, habe ich 2016 schon? Nee, so ist es ganz richtig. Hier. So, und das siehst du jetzt, und die Analyse ist gemacht worden. Hier zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt der Kursverlauf seit unserer Analyse, quasi über die letzten 13 Monate. Und du siehst, wie stark der faire Wert jetzt angestiegen ist. Und zwar schon basierend auf den letzten Quartalen, auf dem zum letzten Ist-Stand, ist ja die Aktie bei zwischen 225 und 250 US-Dollar fair bewertet, also deutlich über dem, was damals Sache war. Ist ja auch ganz stark gestiegen. Hier war es zum Ende des Geschäftsjahres 2020, 155 zwischen 180. Also das war ja das, wo wir dann auch in der Analyse quasi uns so drauf basiert haben damals. Und das ist schon angezogen und ganz stark jetzt entsprechend dann, weil das Geschäft so gut gelaufen ist, nochmal. Aber du siehst dann auch hier,
dass wir eine vermutete Seitwärtsentwicklung haben werden, dann wenn wir jetzt in diese Phase der Konsolidierung eingehen, dass auf dem ganz hohen Niveau eben jetzt erstmal die Umsätze, Gewinne, Margen und so weiter gehalten werden sollen. Das ist natürlich interessant. Vorher gucken wir uns aber noch den fairen Wert an. Momentan liegt die Aktie bei 313 US-Dollar. Dann wäre hier eben der faire Wert irgendwo zwischen 230 und 260 US-Dollar, also basierend auf den Schätzungen des laufenden Geschäftsjahres. Kann man den Analysten jetzt noch trauen? Ist natürlich immer eine Schätzung, aber wir gehen mal einfach davon aus, dass es das Beste ist, was wir wissen und dass sich diese Überraschungen in dieser Heftigkeit nicht erneut wiederholen. Bei danach, bei anderen Unternehmen läuft es sehr viel besser. Danach ist hier echt ein Extremfall. Und das macht das Ganze halt auch für mich so interessant. Naja, also jetzt haben wir wieder bei einem KGV hier von 42, also historisch war es 32, auf dem Schnitt ab 2016 bis aktuell. Jetzt haben wir 42 fürs bereinigte KGV, Schnitt 26, jetzt 33. Für den Cashflow 21 jetzt 29, also du siehst, dass es deutlich höher bewertet ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite können wir jetzt in so eine Konsolidierungsphase eintreten, wo das Umsatzwachstum, eher, Gewinnwachstum eher niedrig ausfällt, ist mal wieder keine besonders gute Kombination, auch weil wir hier eben ja, eine Überbewertung haben, rechnerisch jedenfalls, basierend auf der historischen Bewertung. Und dann auch noch eine Konsolidierungsphase. Könnte also sein, dass der Aktienkurs ein bisschen nach unten kommt. Basierend auf den Schätzungen jetzt hier für dann das nächste Geschäftsjahr, wäre es dann hier so eine Korrektur, so von um die 20%, die halt möglich wäre. Natürlich, klar, mit einem Fragezeichen versehen. Aber, und jetzt kommen wir auch schon zum Fazit, ich finde, zwei Dinge sind wichtig. Das eine, was man da mitnehmen kann, ist, was halt so über die nächsten Quartale passiert. Man weiß es einfach nicht genau. Man hat die Analystenschätzungen, aber die liegen halt mehr oder weniger stark daneben. In diesem Fall eher stark als weniger. Das ist das Erste. Und da muss man halt auch damit rechnen, dass der Aktienkurs sich halt in die eine oder andere Richtung entsprechend entwickelt. Es sind ja auch Negativszenarien vorstellbar und die passieren ja auch. Das ist das eine. Also wir haben einfach eine hohe Unsicherheit. Auch wenn der Aktienfinder ein super Tool ist, was so seinesgleichen sucht, hier mit der Einfachheit und der Transparenz der Bewertung. Aber es gibt dann immer noch diese Unsicherheit. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt ganz wichtig zu sehen, das auch wiederum zu relativieren, dass es einfach enorm bedeutend ist für Investoren, die sich langfristig an Unternehmen binden, investieren, dass sie halt einfach gucken, ob es sich um ein Qualitätsunternehmen handelt. Und wenn man halt sieht, dass weil dann nachher die ganze Zeit schon die Gewinne steigen. Hier war es mal nicht ganz so, aber da gab es ja auch Abspaltungen von der Zahnarztbranche und Industrie ist abgespalten worden und so weiter. Kannst du dann in der Aktienanalyse nachlesen. Aber man sieht, es ging langfristig ja doch schon nach oben. Und man braucht halt erstmal so die Investments in die Qualitätsunternehmen, in die Qualitätsaktien. Da will man sowieso langfristig dabei sein und durch dieses langfristige relativieren sich dann solche unvorhergesehenen Entwicklungen in die ein oder andere Richtung. Das heißt, so wie man Börsencrashs aussitzen kann, so sitzt man im Prinzip auch dann mal Überbewertungen aus oder man sitzt auch dann mal kurzfristige Rückschläge aus. Und das ist halt einfach wichtig. Ich bin ja auch in der Nahe investiert. Ich freue mich natürlich, dass der Aktienkurs so stark gestiegen ist. Und auch wenn ich es jetzt für wahrscheinlich halte oder gut möglich halte, dass der Aktienkurs jetzt mal auch ein bisschen konsolidiert oder zurückkommt, da stehe ich drüber, weil ich davon ausgehe, dass wenn ich die Aktie jetzt weitere, ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon habe, 5, 6 Jahre bestimmt, ich habe die nur einmal verkauft wegen Spin-off, sonst hätte ich die Aktie schon seit 15 Jahren. Also wenn ich die Aktie wieder nochmal 10, 15 Jahre in die Zukunft schaue, dann gehe ich einfach davon aus, dass der Aktienkurs weiter gestiegen ist. Und dass die Aktie jetzt momentan halt gerade sehr teuer ist, ich bin da in der Richtung kein Trader, damit kann ich leben. Darf dessen ungeachtet, aber jetzt noch was Drittes. Die Leute, falls du jetzt noch keine danach Aktie hast und dich dann fragst, ja, soll ich sie jetzt kaufen, soll ich da jetzt einsteigen? Ich habe jetzt noch x tausend Euro rumliegen, die Aktie wird gut in mein Depot passen. So, ist jetzt ein guter Kaufzeitpunkt? Das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Was natürlich unschön ist, wenn du jetzt kaufst, dann korrigiert die Aktie tatsächlich und dann hast du halt erstmal Buchverluste und musst Monate
vielleicht sogar 1, 2 Jahre oder so warten, bis du wieder zu deinem Einstandspreis kommst. Dividende zahlen die ja nur, eine sehr niedrige, wäre natürlich unschön. Da spielt dann die Bewertung tatsächlich eine Rolle, wann soll ich rein? Und hier wäre es dann überall nicht gut, also wäre kein guter Indikator gewesen hier der faire Wert, weil dann der Markt quasi, der war an der Stelle besser als die Analysten. Der steigende Aktienkurs da war einfach schon mehr Optimismus im Markt drin, als die Analysten das haben durchblicken lassen. Und der Markt hat in dem Fall recht behalten und hat dann den Aktienkurs entsprechend nach oben geschickt. Weil die Analysten immer hier in diesem Fall hinterher hechelten, ist auch der faire Wert hinterher gehechelt. Aber nichtsdestotrotz muss ich halt nur die Frage stellen, okay, will ich zu diesem aktuellen Kurs noch rein? Ich, das ist jetzt keine Kaufempfehlung, auch keine Verkaufsempfehlung, also ich wäre da vorsichtig, wenn würde ich da in Tranchen einsteigen. Also das halte ich dann für eine ganz sinnvolle Variante. So, das war mal meine Beobachtung zu danach, weil ich werde jetzt dann im Anschluss auch noch hier diese Aktienanalyse ergänzen mit einem Update, um die aktuellen Findings, die ich jetzt auch hier im Video rübergebracht habe. Ich hoffe, ist ein bisschen was Interessantes hängen geblieben, hat dich zum besseren Investoren gemacht, das Video. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.